Mein Verstand hat rebelliert, mein Verstand hat gesagt, er muss kommen, geh nicht, geh nicht. Also ich bin im Sicherheitsdienst, man wollte mich erschlagen, abstechen, alles, ja. Da hatte ich auch Angst. Aber ja, ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben, wie mit damals 40 Jahren, ja, zu meinem Papa zu gehen. Alles, aber an dem Tag habe ich etwas gelernt, Liebe ist eine Entscheidung. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin heute hier im Studio mit Michael Stahl. Hallo, Debbie. Hallo. Wir unterhalten uns über deine Geschichte. Du hast eine ganz besondere Beziehung zum Kampfsport und auch zum Glauben, richtig? Genau, richtig. Und ich glaube, das wäre total cool, einfach darüber mit euch zu reden und darüber mit dir zu reden. Und ich würde dich einfach mal bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Wer bist du? Ja, ich bin der Michael. Ich komme aus Süddeutschland, aus Bobfingen heißt der Ort. Und ich habe fast 15 Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet und Kampfsport, Selbstverteidigung. Damit habe ich zu tun, seit ich ein kleiner Junge bin. Du hast gesagt, du hast im Sicherheitsdienst gearbeitet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also das sind ja die Leute mit Security, die so Dinge bewachen oder Menschen. Ja, Dinge und Menschen. Ja. Genau, richtig. Ich sage immer, ich habe Kampfsport betrieben, weil mein Leben ein Kampf war. Ja. Und ich habe viel Gewalt erfahren als Kind, als Jugendlicher. Und mein Onkel Heinz, der vor vielen Jahren gestorben ist, der war mal Polizist und hat gesagt, du musst lernen, Grenzen zu setzen. Ja. Und steh gerade, erheb deine Stimme, Arme nach vorne. Und ja, so hat er mich praktisch dann, der hat mir die ersten Unterrichtsstunden gegeben. Und so ist es einfach gewachsen. Und dann habe ich 1993 mal eine Vorführung gemacht in einer Diskothek, eine Kampfsportvorführung. Ich habe mich auch selbstständig gemacht 1993. Und da an dieser Vorführung wurde ich gefragt, ob ich nicht als Türsteher arbeiten möchte, Security. Und für mich, wenn du nicht weißt, dass du wertvoll bist, ja, und da kommt jemand und sagt, boah, du bist Security, ja, da habe ich gesagt, dann mache ich das. Ja. Dann habe ich ein T-Shirt bekommen, es stand Security drauf und deshalb habe ich das gemacht. Ja. Ich habe drei schlimme Sätze von meinem Vater gehört. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Ja, und immer wenn wir einen Satz beginnen mit du bist, dann bestimmt das deine Identität. Ja, total. Und das habe ich fast jeden Tag gehört. Oder auch Liebe, die wir nicht hören, ja, hat Macht über uns. Also wenn wir nicht hören, dass wir geliebt sind, ja, dass wir gewollt sind, dann kann es sein, dass wir Dinge unternehmen in unserem Leben, ja, um darauf aufmerksam zu machen, hey, ich habe es doch geschafft und ich bin doch wertvoll. Ja. Du bist ja jetzt auch hier, weil du dir dessen jetzt bewusst geworden bist und das auch ein Stück weit überwunden hast. Und das ist total schön, darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen. Überwunden. Steckt das Wort Wunden drin. Ja, das heißt, dass du sagen würdest, dass du auch aus einer gewissen Verletzung und Verletzlichkeit irgendwie jetzt stark geworden bist? Ach, was ist stark, ja. Also ich habe auch Bücher über Freiheit geschrieben, aber ich habe mittlerweile die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Ja. Es gibt immer noch Tage in einem Jahr in meinem Leben, wo ich denke, ich bin der größte Versager. Mhm. Die habe ich. Ja. Aber ich habe auch heute noch immer so Anflüge, also so Gefühlsschwang, wo ich mich frage, wer bin ich? Ja? Und ja. Hat es alles Sinn, was ich mache? Ja? Aber aufgrund dessen, was in meinem Herzen drin ist, was da irgendwo auch festgeschrieben ist, dass ich Gottes Kind bin. Mhm, ja. Wollte ich gerade fragen, was das denn ist. Da berufe ich mich immer wieder drauf zurück. Der Jesaja hat es gesagt, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich liebe, hat Gott gesagt. Mhm. Ja. Und das rufe ich mir dann immer wieder auch ins Gedächtnis hinein. Ja. Also es wird weniger diese Unsicherheit, aber ich bin in manchen Bereichen des Lebens immer noch so ein unsicherer Kerl. Ja. Du hast dann angefangen, im Sicherheitsdienst zu arbeiten. Genau. Und wie hat sich dein Leben dann entwickelt? Ja, ich habe dann in Anführungszeichen tolle Menschen kennengelernt. Toll, das waren erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Kampfsportler. Ich war wie ein Verrückter, das gab mir etwas. Ich habe mich mit Schülern von Bruce Lee getroffen, ja, und bin durch halb Europa gefahren. Und allerdings, ich war dann auch verheiratet seit 1993 und bin Papa geworden 1994. Und mit meinem Sohn habe ich die wichtigsten Dinge nicht getan. Ich habe gemerkt, dieses Vatersein hat man mir nicht richtig vorgelebt. Gell? Und jetzt habe ich aber auf der einen Seite Erfolg gehabt im Kampfsport, im Security-Bereich. Mhm. Und ich kam da wie von der einen Sucht, ja, oder von der einen Verletzung in die andere Verletzung wieder hinein. Ich war dann Tag und Nacht unterwegs. Ja, und dann fing es an, dass ich bei
ja, mit Prominenten gearbeitet habe. Ja, also ich war dann bei den RTL, ARD, ZDF Boxkämpfen dabei. Mein Kindheitstraum mit 5 Jahren war, Muhammad Ali zu begegnen. 2002 durfte ich Muhammad Ali beschützen, obwohl da hätte es 10.000 bessere Personenschützer gegeben. Aber ich habe mit 5 Jahren mal gebetet, dem zu begegnen. Gell? Krass. Vielleicht war es deshalb. Ja. Ja. Die Geschichte mit Muhammad Ali, das war so die Krönung in Anführungszeichen. Mhm. Ich durfte ihn 2005 nochmal in Berlin bewachen. Und ich habe dann immer die Saufkumpels meines Papas gefragt, was sagt mein Vater über mich? Ich wollte wissen, okay, wie denkt er über mich. Du hast gar nicht mit ihm gesprochen? nichts Persönliches, nichts Tiefes, oberflächlich. Und wir haben viel miteinander gestritten. Und einer seiner Freunde hat mir gesagt, der ist stolz auf dich. Ich sage, mir hat das nie gesagt. Mhm. Das war meine Sehnsucht, ja. Mhm, klar. Ja, und war es dann so cool oder ist es auch wie an dir vorbeigezogen? Das war schon cool, weil ich habe den Muhammad Ali, weißt du, ich war 4, 5 Jahre alt, als ich ihn gesehen habe. Ja, ich habe so in einer alten Höhle gewohnt, in einer uralten Hütte mit meinem Papa. Und die Kämpfe in Amerika, die fanden morgens um 4, 5 statt, also 4, 5 ist sowas. Und ich durfte die anschauen. Und er war so groß und so stark und nicht so klein und schwächlich. Ja. Und ja, als dann irgendwann mal der Anruf kam, der kommt nach Deutschland, möchtest du ihn mitbewachen? Das war für mich, das war Wahnsinn. Und dann habe ich aber nicht diesen großen, starken getroffen, sondern diesen zerbrechlichen, von Krankheit gezeichneten Menschen, der so liebevoll war. Und das hat mich total berührt. Ich habe ihn auch eines Abends mal gefüttert. Und das wollte ich vorhin noch sagen. Was ist Stärke? Stärke ist für mich, zu seiner Schwäche zu stehen. Das ist für mich Stärke. Nicht so, ich habe alles im Griff, ich leide nicht, ich gehe die Probleme an. Nee, ich bin auch mal traurig und gebe auch meine Schwächen zu. Ja. Mhm. Ich denke, dass das Stärke ist. Ja. Jetzt arbeitest du ja nicht mehr im Sicherheitsdienst. Wie war denn dann dort dein Schluss? Gab es irgendwie einen klaren Cut oder wie hat sich dann das entwickelt, dass du was anderes gemacht hast? Das abrupte Ende kam dann, als ich Ende 2007 so durch meine Straßen fuhr. Ich sage bewusst meine Straßen. Ich bin in meinem Dorf, in meiner Schule gequält worden, gemobbt worden, verachtet worden ein Stück weit. Aber ich habe die Geschichte der Leute kennengelernt. Ja. Und ich kann heute Menschen verstehen, die auch verletzen und schreien, ja, weil man ihnen auch wehgetan hat. Ja. Ich finde es nicht gut, aber ich verstehe es. Ja. Und an diesem Abend habe ich meinen Vater betrunken gesehen und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Und Klammer auf, mein Vater hat mir die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen, bevor er starb. Ja, okay. Er starb vor 2010, genau. Ja, und auf jeden Fall, ich bin dann nach Hause, ich habe gebetet, ich konnte auch nicht zu Gott, dem Vater, beten, weil die Beziehung zu meinem Vater eine Katastrophe war. Mhm. Ich habe gesagt, lieber Gott, habe ich gesagt, ich möchte Frieden haben mit meinem Papa. Ich weiß nicht, wie geht denn sowas? Und das war an diesem Abend, als du ihn gesehen hattest? Es war dann ein paar Nächte drauf, habe ich dann geträumt, er wäre gestorben. Krass. Und mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg. Also nebenan eigentlich. Ja, und am nächsten Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich ging diese, guck mal, ich habe schon 2000 Mal erzählt. Ja. Ja. Und an dem Tag, wenn es mich selber nicht mehr berührt, gebe ich kein Interview mehr und keinen Vortrag mehr. Wenn ich keine Gänse, jedes Mal. Mein Verstand hat rebelliert, mein Verstand hat gesagt, er muss kommen, geh nicht. Also ich bin im Sicherheitsdienst, man wollte mich erschlagen, abstechen, alles, ja. Da hatte ich auch Angst. Aber ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben, wie mit damals 40 Jahren, ja, 43 war ich, glaube ich, egal, 37 war ich, zu meinem Papa zu gehen. Alles, aber an dem Tag habe ich etwas gelernt, Liebe ist eine Entscheidung. Ja. Mhm. Und ich bin zu meinem Papa rein, der stand so in dieser Zimmer Nummer 5 Bude der kleinen Pension da, dieser Kneipe. Und habe ich ihm gesagt, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe und vergib du mir. Nicht, ich vergebe dir, das bedeutet, du bist schuld an allem. Ja. Das habe ich ein Jahr davor gemacht, das ging in die Hosen, da hat er geschrien ohne Ende. An diesem Tag sagte ich, ich habe dich lieb, vergib du mir. Der steht, dieser Mann, der so gewalttätig war und so viel geschrien hat, der steht sprachlos in der Bude drin. Und dann fragt er mich nach ein paar Sekunden, warum kommst du zu mir? Mhm. Und dann sagt er, weißt du, ich habe mich für dich geschämt, ich wollte dich ändern, damit ist Schluss. Ich liebe dich nicht für das, was du getan hast, was du tun wirst. Ich liebe dich. Dich liebe ich, weil du mein Papa bist. Und an diesem Tag hat sich unser ganzes Leben verändert. Er hat es angenommen, er sprach mir mit 37 Jahren Liebe aus. Krass. Wir haben da noch 2,5 Jahre, dann mussten wir lernen, wie man sich in Arm nimmt. Wir konnten uns nicht in Arm nehmen. Mhm. Ja. Sein Papa war im Krieg und in Gefangenschaft. Ich wusste all die Dinge nicht. Ja. Und hat er dir dann nach und nach so erzählt? Der Opa kam traumatisiert vom Krieg zurück und ich war 18, als mein Opa starb. Der hat mich kein einziges Mal in den Arm genommen.
Aber heute verstehe ich ihn. Hätte ich noch einmal die Chance, meinen Opa zu sehen, würde ich ihm in den Arm nehmen, wenn er das zulassen würde, würde ich ihm sagen, ich verstehe und liebe dich. Mein Vater wurde auch gequält. Verletzte Menschen. Und mein Vater in diesen 2,5 Jahren hörte auf zu trinken, versöhnt sich mit Menschen, fängt von alleine an zu beten. Und da habe ich gemerkt, jetzt bin ich angekommen, die Suche ist zu Ende. Ich habe meinen Sicherheitsdienst sofort an den Nagel gehängt. Ich brauche das nicht mehr. Kampfsport habe ich früher gemacht, Urkunden, schwarzer Gürtel. Ich brauche das nicht mehr. Ich kämpfe halt aus Freude. Und wir stellen zwar viele Leute die Frage, Christ und Kampfsport, wie passt das zusammen? Ja. Das ist eine ganz einfache Antwort, weil hast du jemanden, den du lieb hast? Ich? Ja, auf jeden Fall. Und wenn dieser Mensch von 10 Leuten überfallen wird, bleibst du dann hier sitzen oder gehst du raus und verteidigst ihn? Ja. Was ist deine nicht hier auf jeden Fall. Was ist deine Motivation einzugreifen? Liebe. Ja. Ja, darum geht es. Ich möchte nie einem Menschen wehtun. Ich bin so harmoniebedürftig, ich kann das gar nicht. Ja? Mhm. Aber wenn ein Mitmensch in Gefahr ist, dann bin ich da. Ja? Ich renne nicht weg. Ja? Dann und halt das ist deine Motivation jetzt? Liebe. Liebe. Und auch Verständnis zu haben für die Leute, die Gewalt ausüben. Ich habe ganz viele Kinder und Jugendliche in meinen Gruppen, die werden zu Hause verprügelt. Aber ich gehe nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu den Eltern, sondern ich lade die zum Kaffee ein. Oder ich besuche die zu Hause und erzähle ihnen von meinem Versagen. Ja? Die berichten mir von ganz alleine von ihrem Herzen. Ja? Deshalb denke ich, dass es sehr wertvoll ist, ja, einfach so auf Augenhöhe von seinem Herzen zu berichten, auch von den Dingen, die nicht so toll sind. Du hast gerade gesagt, du betreust Gruppen von Kindern. Was ist das? Was machst du jetzt? Also ich habe mich vor vielen Jahren mit tollen Menschen zusammengetan, Polizeibeamten, Psychologen, Sozialarbeiter, Seelsorger, weil ich das Leid, das auf uns zukam in diesen Selbstbehauptungsgruppen, ja, das war unbeschreiblich. Und wir haben einen Verband gegründet, der heißt ProTactics. Ich mag immer diese englischen Bezeichnungen nicht so. Ja, aber okay. Wir sind ja wirklich auch hier in vielen Ländern unterwegs. Ja, und das ist ein Verband zum Thema Selbstbehauptung, Antiaggressionstraining, Gewaltprävention mit einer christlichen Satzung. Ja, und tolles Netzwerk. Das heißt, wenn Leute zu uns kommen, die Opfer einer Straftat wurden, dann haben wir auch das Thema Opferschutz, Opferhilfe bei uns. Protectus kommt ja auch so ein bisschen vom Wort Schutz, beschützen. Ja, also nicht nur Protect von beschützen, sondern wir haben verschiedene Taktiken und wir sind für etwas. Ja, genau. Okay. Also uns Christen sagt man manchmal oft nach, dass wir gegen etwas. Ich bin gegen gar nichts. Ja. Ja. Das ist mir zu anstrengend. Ja. Ich bin für und so ist dieser Name, dieser Verband entstanden. Und wir starten in Kürze auch ein Projekt in China, ja, und einer unserer Leute in Israel, in Indonesien und ja, im ganzen süddeutschen Raum. Was macht ihr denn genau? Wir unterrichten Selbstbehauptung, ja, und wir zeigen den Leuten, was können wir tun, um nicht Opfer einer Straftat zu werden, was können wir tun, um erst gar nicht in den Kampf reinzukommen, wie können wir erkennen, ob jemand uns angreifen will, da gibt es auch so Zeichen, Menschen, die innere Konflikte haben, die fassen sich vielleicht an die Nase kurz, ja, oder fahren sich durchs Haar. Also auch so ein bisschen... Ja, diese Dinge sind uns viel, viel wichtiger, ja, es gibt auch diesen Spruch, die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen, ist ein Lächeln, ja, und wir versuchen den Leuten beizubringen, was können wir tun, um nicht zu schlagen, aber... Wir haben auch eine Kooperation mit Gefangenen oder mit Leuten, die im Kinderheim sind, mit Gerichten, dass die uns Kinder und Jugendliche oder auch Leute, generell Leute schicken, die ein hohes Aggressionspotenzial in sich tragen. Mhm. Aggression ist etwas sehr Wichtiges. Ja? Damit zeigt der Mensch, da passt was nicht in meinem Leben. Wenn sie still werden, macht es mich manchmal viel trauriger. Ja? Weil es dann so resigniert ist. Ja, genau. Und wir zeigen ihnen Möglichkeiten, wie sie ihre Aggressionen in positive Bahnen lenken können. Okay. Also diese Dinge machen wir und wenn wir merken, dass Menschen große Probleme haben, dann sagen wir, guck mal, hier ist ein Seelsorger. Also rundum Betreuung, wenn möglich. Und wer möchte, dass die Menschen nicht allein gelassen werden in ihren Nöten. Gut, ihr Lieben, ich weiß irgendwie gerade gar nicht, wie ich jetzt wieder von den Themen, die mich auch selber, merke ich, schon irgendwie betreffen oder einfach auch berühren, wie ich da jetzt zum Schluss kommen soll oder die richtigen Worte finden soll. Soll ich dich ausnocken, oder? aber ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Michael. Danke, dass ich hier sein durfte. Dass du hier warst oder bist und ja, uns einfach in deine Geschichte mit reinnimmst. Ich glaube echt, dass du damit Menschen berührst und da einfach viel Kraft dran legt. Und ein Satz hat mein Leben verändert. Liebe auszusprechen. Ja. Ich habe dich lieb. Und um Verzeihung zu bitten. Ich denke, das ist kein Kleinmachen, das ist Stärke und es verändert die Welt. Ich habe dich lieb und verzeih du mir.
Okay, ich weiß jetzt nicht, was du mit diesem ganzen Thema anfangen kannst oder wo du dich auch selber da vielleicht gerade wahrnimmst. Ich verlinke dir auf jeden Fall unten in der Infobox alle möglichen Infos. Du hast ja auch Bücher geschrieben, die verlinken wir euch auch. Da könnt ihr euch gerne nochmal informieren. Und wenn ihr eins von diesem Talk hier mitnehmt, dann wirklich sprecht lieber aus, vergebt den Menschen, wo ihr vielleicht noch irgendwas zu klären habt. Ich glaube, das macht euch selber am meisten frei. Und da danke ich dir total, dass du uns das wirklich mitgegeben hast. Und ja, wünsche euch noch einen richtig guten Tag und wünsche euch alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, das freut uns sehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Tschüssle!